Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen JFT-Devisenradar am Dienstag, dem 17. März. Und wir betrachten, wenig überraschend, wenn Sie den Chart sehen, das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen, der sich heute hier just aktuell schon mit einer monsterlichen Kerze präsentiert, und dies leider Gottes schon bereits vor der Sendung, denn das Paar, wie gesagt, hatte ich hier in dem Fokus, und just seit gut 15 Minuten kippt das Paar hier deutlich nach unten, hat auch hierbei schon die Asia-Range verlassen. Insofern ist hier das Momentum, das Ausbruchsmomentum nach Süden, in Anführungszeichen, leider schon gelaufen. Aber das ist der Zeit geschuldet und das kann man nun leider nicht ändern. Deswegen bewerten wir erstmal die Situation anhand des Tagescharts und der generellen Situation vom britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen, das auch The Beast genannt wird, weil es eben durchaus teilweise mit sehr, sehr biestigen Bewegungen daherkommt, beziehungsweise auch in der Vergangenheit eben daherkam. Wir haben hier unlängst im Bereich 181,60 einen leichten Horizontalsupport, den ich jetzt hier nochmal in den Chart bringe. Das ist hier diese Zone, die wurde bereits in der vergangenen Woche aufgegeben, dient nunmehr einem Widerstandslevel, und wir sind, wie wir sehen, hier ein Stück weit auch zurückgekommen in Richtung 178 Yen knapp, aber die Kraft der Bären reichte am Freitag nicht aus. Gestern sahen wir dann hier einen Erholungsimpuls nach oben, aber wenn wir uns den Chart anschauen, wir sind hier kurzfristig immer noch in einer schwächeren Preisphase hier seit dem Auftakt bzw. seit dem Dezember hoch, und dann mit diesem schwachen Auftakt hier ins neue Handelsjahr haben sich ja die Preise generell schwächer entwickelt. Der jüngste Erholungsversuch stoppte dann hier auch knapp unterhalb von 185 Yen. Insofern hier jetzt aktuell die Aussichten, dass wir hier durchaus nochmal ein Stück weit tiefer setzen können, sind nicht unwahrscheinlich. Das britische Pfund ja generell am Freitag auch bösartig nach unten abgedriftet, und es deutet sich hier im Zuge dessen durchaus eine weitere Preisschwäche an beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen. Mit dem heutigen Impuls bestätigt sich dies, wenn wir denn hier nicht über das gestrige Tageshoch hinausschießen. Das wären über oder Niveaus über 180,20 Yen. Bleibt die Situation kurzfristig so, dass wir hier zunächst diesen Aufwärtstrend auf Tagesbasis seit Oktober letzten Jahres ansteuern dürften. Hier findet diese Trendlinie ihren Halt, und der eigentliche Support, der ist denn hier im Bereich 176 Yen zu finden. Ja, das leitet sich auch hier aus diesem Dreifachboden ab, den wir hier im Januar ausgebildet haben. Sehr, sehr schön, auch hier dann mit einer Divergenzbildung einhergehend. Das ist hier ein Level, auch hier gepaart mit diesem Rücklauf hier bis zum Sommer 2014. Wir haben hier eine Zone, die, wenn wir hier diesen Aufwärtstrend, diesen kurzfristigen seit Oktober durchbrechen, durchaus anlaufen sollten. Wir sehen hier zwar noch eine zweite, weitere Trendlinie älterer Natur, da zoomen wir uns mal ein Stück weit raus. Die kommt aus der Geschichte, hat insofern nicht mehr diese ganz große Relevanz, und das wollen wir uns jetzt auch hier im kurzfristigen Bereich gar nicht so sehr anschauen. Dennoch ist sie hier viel entscheidend, dass diese kurzfristige Trendlinie, wenn wir die durchbrechen, dürfte es hier nochmals einen stärkeren Schub nach unten geben. Schauen wir jetzt auf den Stundenchart. Wir sehen hier die Situation im Zuge dessen, dass wir eben leider Gottes in Anführungszeichen hier nicht schnell genug von der Sendung am Start waren, denn hier diese Asia-Range war sehr klein. Wir haben hier lediglich eine Range von noch nicht mal 30, 40 Pips gehabt, und das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen neigt dazu, im Schnitt um die 115, 120 Pips am Tag zu laufen, und hier durchaus eine schöne Chance, um hier eben einen Breakout im Sinne der Asia-Zone zu vollziehen. Das ist aber, wie gesagt, bereits jetzt schon gelaufen, und jetzt muss man eben sehen, wie man hier möglicherweise noch in das Paar reinkommt. Tatsache ist, wir haben hier den kurzfristigen Aufwärtstrend gebrochen. Wir sind hier im Stundenchartintervall in einem Abwärtstrendkanal gefangen, und es spricht eben auch nicht nur anhand des Tagescharts, sondern auch anhand des Stundencharts nunmehr vieles dafür, dass wir hier weitere Preistiefs ausbilden, insbesondere unterhalb des heutigen Pivot Points 179,67 sollte der Preis unterhalb dieses Levels bleiben. Auch ein Rücklauf jetzt an dieses Niveau wäre hier durchaus eine Short-Einladung, um im Nachgang hier dann eben das Support Level 1/Support Level 2 anzusteuern. Durchaus denkbar. Wir haben, wie gesagt, nach dem gestrigen Aufwärtsimpuls hier eine Seitwärtssession gesehen, die sich jetzt negativ aufzulösen scheint. Das Einzige, was dagegen spricht, das ist die Wochentagsstatistik. Die schauen wir uns jetzt an. Der Dienstag hier ein bullischer Tag, wenngleich der Montag, das hat sich gestern auch mit Bravo bestätigt, ganz klar der bullischste Tag ist bei diesem Währungspaar. Hingegen hier zum Wochenende, / Donnerstag, Freitag, daneben hier statistisch gesehen während der letzten 52 Handelswochen hier eher die Bären das Geschehen dominieren.
Also heute könnte sich hier nochmal eine Gegenwehr ergeben, aber tendenziell sieht das aktuell nicht danach aus und man dürfte hier eher auch im Sinne dessen, dass hier die weitere Woche jetzt unter Umständen mit fallenden Preisen geprägt sein könnte, sollte man sich hier durchaus gen Süden orientieren. Die Saisonalität, ähnlich wie bei vielen anderen Yen-Pairs, ist jedoch hier komplett konträr. Gerade der März, auch an den US- oder an den US-Märkten, an den Indizes im europäischen Sektor, zeigt hier alles steil gen Norden. Da muss man natürlich sehen, inwiefern das jetzt hier noch eine Fortsetzungsrelevanz hat, denn charttechnisch, und da rufen wir uns gerne nochmal hier den Tageschart auf, wenn wir schon die Saisonalität auf Tagesbasis betrachten, charttechnisch haben wir hier erst Rückenwind, wenn wir hier signifikant nochmal über das Niveau, einmal das hier nach unten, über das Niveau von 181,50, 81,60 rausziehen und dann insbesondere diese Abwärtstrendlinie durchbrechen würden, dann hätte man hier gute Chancen mit der Saisonalität im Einklang mit dem Rückenwind der Saisonalität hier weiter anzuziehen. Ansonsten, wenn es hier preislich keine Tendenzen gibt für weiter anziehende Preise, dann hat auch die Saisonalität hier wenig Dominanz, denn die preisliche Wahrheit, die Gegenwart ist praktisch hier das, was zählt und auch so schön die Saisonalität sein kann. Sie ist kein Garant dafür, dass man das wie eine Blaupause auflegt und der Preis sich eben so entwickelt. Wenn das in Einklang zu bringen ist, wunderschön. Aktuell, wie gesagt, deuten sich eher weitere Verluste an, insbesondere wenn wir hier neben der Intraday-Schwäche, die sich heute fortsetzen könnte, diesen Aufwärtstrend durchbrechen. Und das nochmal fix zu machen, wenn wir hier unterhalb des Freitagstiefs abrauschen, 180,19, dann muss man davon ausgehen, dass hier nochmal 200, 300 Pips nach unten Abwärtspotenzial möglich wären. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es auch schon in aller Kürze wieder gewesen für heute und dem JFD-Devisenradar. Wenn Sie mögen, nachher gibt es wieder das JFD Live Trading TV zum deutschen Aktienmarkt, / auch dem US-amerikanischen Markt am Nachmittag. Ansonsten hören wir uns gern morgen wieder. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag und auf bald, Ihr Christian Kämmerer.